Moin, ihr Leute da draußen in aller Welt. Und wieder mal beginnt eine neue Aufnahme zum Let's Play Stardew Valley. Ich rede mal nicht im heißen Brei herum, sondern fange gleich direkt mit dem Fernsehen an. Ja, ich weiß, Wetterbericht, wir kennen das schon alles, Kozu 5. Hört sich japanisch an, Hokozu. It's going to be clear and sunny all day. Ja, das stimmt, nicht ganz, aber pff, egal. Wahrsager, Unwahrsager. Ja, ich weiß, ich kenne das schon. Die Geister sind heute sehr unerfreut. Ich will ihr böse geben, dein Leben so scheiße wie nur möglich machen. Da. Ich sollte erstmal den ganzen Kappes hier wegräumen. Schleim. Cassius Clay. Göttersohn. Kupfi, Kupfer. Bockmeat. Oh. Ach, na. So. Ich werde mich erstmal um das. Oh! Nein, mein Gottchen! Ja, das fängt ja mal gut an mit der Aufnahme heute mal wieder. So, dann mach ich mal hier Tröpfelchen, Tröpfelchen. Immer schön begießen hier das Ganze. Weil sonst geht es den Pflanzen ein bisschen blöd. Und das wollen wir nicht. Vor allem wäre es blöd, wenn die vertrocknen würden. Da würde die ganze Arbeit von gefühlt 20 Fantastilliarden Jahren. Tja, dahin gehen. Außerdem haben wir Sonntag, dem 21. Ach, hallo, hallo. Den 21. Hallo, was ist das für ein Monat? Ja, ich weiß. Der verbittert jetzt die Energie ohne Ende. Und ich habe immer noch nicht das Material dafür, um die Sprinkleranlagen herzustellen. Hier kann man noch nicht machen. Ja. Das Schöne ist, wir haben jetzt 3.336 Euro. Kann man hier. Oh, wipp. So, haben wir schon ein bisschen was. Das ist ja mal eine nette Ernte. Naja, nicht ganz, aber immerhin. Ja, okay. Wupp, 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 und wupp, und schwupp dich, und wupp dich. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Ich habe diesmal mit Absicht keinen Zettel geschrieben mit allen möglichen Themen, Ideen, Vorschlägen, was auch immer. Aber, ich sag mal so, ich habe mir das auch deswegen gedacht, ich mache das nicht, weil ich bin sowieso so spontan. Ich bin so unberechenbar, dass ich selber teilweise gar nicht weiß, was ich als nächstes machen will. Ich sag mal so, es ist irgendwie so, von einer Minute auf die andere entscheide ich mich irgendwie um. Warum auch immer, fragt mich nicht warum. Ich bin halt so, naja, ne, spontan, sagen wir es einfach mal so, wie ich schon tausendmal gesagt habe. So, nehmt mal den. Wupp dich, wupp dich, wupp dich, ja. Der Kartoffel mal wieder. Kartoffel. Die Kartoffeln, die machen alles schon. Ich meine, immer das Mauselein. Miau. Katzenwäsche. Ja, siehst du, und trotzdem liebst du mich. Du bist ganz schön devot geworden. Ganz schön devot. Obwohl, ich könnte ja, wenn ich schon mal dabei bin, ich häcksel mal. Hupp, weg damit. Und das hier auf. Schupp, schupp. Dup, da, 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 da. Weg damit. Ja, 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 ja. Ist das schon mal wieder ein schöner Tag? Ja, ist es diesmal Nachmittag. Normalerweise nehme ich tatsächlich, wenn ich frei habe, immer morgens auf. Aber ich sag mal so, diesmal hatte ich das zeitlich halt so ergeben, dass ich das immer am Nachmittag aufnehme. Ist es gerade, ich guck mal. 14.17 Uhr. Ich weiß zwar nicht, wie spät es bei euch ist, aber bei mir ist es gerade 14.17 Uhr. So. Ach, stimmt ja. Und wir müssen natürlich noch ein bisschen auf eBay. Bisschen was verticken. Und ich guck mal. Ich nehme einfach mal mit. Einfach mal so, weil ich kann. Das ist ja nicht verboten. Hier können wir auch noch mitnehmen. Vielleicht können wir die Blume wieder fressen, wenn wir mal Hunger haben. Oder eben auch nicht. So. Wie viel? Das ist schon die vierte Aufnahme. Stardew Valley mittlerweile. Und ich sag mal so. Ja, also auf jeden Fall. Ich sag mal so. Ich weiß nämlich nicht, worüber ich rede. Jetzt habe ich gerade wieder so einen kleinen Blackout. Mein Gott, scheiße. Oh. Ja, hallo. Ich würde gerne dich um 800 Euro erleichtern. Da haben wir schon 4.100 noch was Euro. Sollen wir mal kurz wie viel Bienen? Parsnip. 4 Tage. Potato. 6 Tage brauchen die. Schauen wir einfach mal 4 Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, haben wir hier.
Cauliflower, da bleibt ein bisschen lange Potato. Wenn es eine Chance hält, den Multiplayer jetzt habe ich. Ja, okay, dann machen wir mal so. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich lege mir noch ein bisschen für später noch. 6, ja, einen lasse ich nur so, quasi so just for fun einfach mal noch übrig, weil, keine Ahnung, den kann ich immer noch verkaufen. So. Ich gehe mal kurz hier hin, um mal wieder pflanzen zu gehen, investieren und abkassieren. Wir haben ja schon so viel Asche. Mein Gott, wann werde ich wohl meine erste Million machen? So wie Dagobert Duck. Naja, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. So, wie viel habe ich denn eigentlich? Scheiße, ich lege das mal kurz hier zurück. Potato und Parship. So. Ich mach mal hier so. Schwupp. Hallo. Hallo. Mein Gott. Was hier? Potato. Schwupp. Schwupp. Ja. Leg mal zurück. Und, bada, die Pastinake. Nicht vergessen. Boah, Alter, hallo, mein Gott, bist du blöd, oder? Ich hab schon wegen dir erst die Hälfte meiner Energie, mir erst die Hälfte meiner Energie verbraten. Und, oh, scheiße. Aber, schwupp, ja. Boah. Schwupp, wupp, wupp. Bist du blind, oder bist du blöd? Jupp, so. Erstmal muss ich mal wieder... Das gehört sich so, das gehört zum guten Ton, die Gießkanne vorher mal aufzufüllen. Hier, la la la, mein Gott. Manchmal ist die Steuerung auch wirklich so pisse. Also einfach nur scheiße, mein Gott. Da kannst du ja keinem erzählen. So. Ist auch egal. Die Zeit ist für die Blumenkohlgeschichte ist eh schon reif. Beziehungsweise ist überreif, ist schon längst abgelaufen. So, es geht mir erstmal nur ums Fett abkassieren. Das ist wirklich money, money, money. So, und jetzt aber haben wir noch... Ach, weißt du was? Oh, bevor der Museumsmann Feierabend hat, ganz schnell hier... So. Schneller, schneller! Es ist schon 14.10 Uhr, also im Spiel, im Ingame und im echten Leben ist es jetzt... Ich guck mal. Ja, ist ja schon fast die gleiche Uhrzeit sogar jetzt. Ist schon, bis auf eine Minute ist tatsächlich jetzt die gleiche Uhrzeit. Oh, ach stimmt, unten. Ich dachte, ich könnte das hier auch an den Pier hier verticken, aber... Nee. So. Mir fällt, wenn ich mir so meine eigenen Let's Play-Folgen anschaue, so auf, dass ich an meinem Moderationsstil durchaus noch hätte arbeiten können, was ich auch gerne tun würde, nur... Ist halt so, irgendwie, ich rede hier automatisch einfach drauf los. Wir kommen mit ab, fast ungewollt vom 100. ins 1000. Rede schlimmer als Marcel Davis. Von 1 ins 1 hier irgendwie um den heißen Brei herum und, ja. Ich sag mal so, ist irgendwie so, ich kann zwar meine Art zu reden zwar schon steuern, aber ich rede wirklich, andererseits wirklich wie ein Wasserfall. Mein Mund ist eine Atombombe des Vokabulars, der deutschen Sprache, könnte man auch sagen. Ich bin die Atombombe. Des deutschsprachigen irgendwas, bla bla bla, egal, so. Hallo, schön, mein Herr. Hallo, hallo, mein Gott, mein Gott. Claim, 100 Euro. Yeah, yeah. Oh, kann man ja nicht. Ja, schade. So. Scheiße, kann man denn den Fisch eigentlich auch verkaufen? So, jetzt aber. Kann man den Fisch kaufen? Das ist eine blöde Frage. Ja. Ich ganz schnell. Warte bis 5 Uhr oder hatte nur bis 4 Uhr. Ich weiß es nicht. Ich probiere einfach mal so just for fun aus. Ich weiß es nicht. Ich kann mir die Uhrzeit mal schon nicht mehr. Hallo. Hallo, ich hoffe, dass du scheiße bist. Ja, ich weiß, dass du auch scheiße bist in mir. Wursti, Wursti, Kowski. Hallo, Mr. Gameboy, Mann. Ich gucke mal hier. Tägliche Müllabfuhr. Nichts zum Abholen. Ach, der hat... Bis 5 Uhr. Ich könnte ja mal... Hat der Feierabend? Die hat Feierabend. Oh, ja.
Müllabfuhr. Hier gibt's nichts Besonderes zum Klauen. Ja. So, und jetzt, aber bin sie sowieso feiert Abend. Die Wohnwagenfrau, naja, ja, macht ja nix. Hallöchen, mein bester Freund. Hey. Nee, mach ich nicht, weil ich mach das heimlich. Ich geh mal kurz so. Hallo, mein Liebster, Pierre. Wir haben mal diese Schall, wir haben den hinter den Ecken Blues. Oh yeah, ich hab den Dickschädel Blues. Oh yeah, ich hab den Dickschädel Blues. Oh, ein Vibe! Ist die Bums geil? Ah, mein Gott, bist du dir sicher? Ja, natürlich. Ich bin ja. Denke ich mal auch so. Ich nehme das nämlich mal so an. Das Minio hätte ich vielleicht. Ach, so. Guck mal, gehen wir doch einfach mal ein bisschen angeln. Einfach nur, weil das könnt ihr. Du, der Max. Nearly almost. Irgendwas. Tote Max. So. Dass meine Aussprache ein bisschen unsauber ist, liegt höchstwahrscheinlich am Mikrofon meines 10 Euro Billig-Headsets. Genau, ist tatsächlich 10 Euro, habe ich mal beim Mediamarkt gekauft. Weil, naja, im Grunde kann man sich denken. Beam. Beam auf Steam. Oh, ist die Musik leider vorbei. Oh, das zuckt manchmal so komisch. Wupp. Hallöchen, ich stehe dir im Weg. Ja, guck mal. Oh. Schnell. Hallo, was lenkt? Hi. Was rennst du? Do you have phone? Ja, natürlich. Oh, das ist gut. Warum rennst du von mir weg, du Angsthase? Mein Gott, nur weil ich dir eine Brille gezeigt habe und du selber eine Brille trägst? Ach, weißt du, guck mal hier. Ab in den Kackeimer damit. So, weg damit mit diesen. Ach, ist ja auch egal. So, erstmal Müllabfuhr. Nee, gibt's nicht. Müllabfuhr, upp, gibt's nix. Ich guck mal nochmal unten. Da gibt's manchmal auch Sachen zu finden, so wie dieser Amethyst von vor ein paar Folgen. Müllabfuhr? Nö. Abfuhrmüll? Nö. So. So. Ein bisschen kurz ausgehustet. So. Hallöchen. Boom. Der Laden der läuft aber nicht gerade rum hier heute. Don't you love my lead? Don't you love me too? Nochmal von vorne. Don't you love a Mary? Don't you need a Barry? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love a Mary? Wanna be her daddy? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her? She's going out the door. Like she did 1,000 times ago. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's going out the door? Are you love? Are you love? Are you love? Are you love is gone? Just sing a lonely song of a deep blue dream. Seven horses seem to be on the mark. Love Her Madly von den Doors kenne ich in- und auswendig, inklusive der Noten auf Gitarre. Ein Stück in A-Moll, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ach, den können wir mal einen Fisch. Schlechter Fisch für den Bürgermeister. So.
Liebst du dich nicht abgöttisch? Ja. Nicht ganz, aber. Oh. Oxbitterfischenzi. Tippe, was ist ein Tippe? Ich weiß nicht. Nee. Tipp, tipp. Top. Naja, egal. So. Yeah. Ist das nicht dieser Butterstampfer? Wenn man so Milch reintut, dann so pump, 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 pump. Und ihr wisst, was ich meine. Wetter belegt. Wetter ist gut und heute und wieder teilweise bewölkt und eine leichte Brise. Wir erwarten, es wird eine Menge Pollen erwartet. Ja, ja, ja. Wahrsager, Unwahrsager, nur live, Ostwetter TV. Die Geister sind heute sehr unerbeten, unerfreut heute. Wir werden ihr besser geben, dein Leben so richtig beschissen zu machen. Living of the Land, willkommen in den Lieblingshaus. Wir gehen jetzt zurück mit einem neuen, einen weiteren Tipp für euch alle. Nun, listen, hört genau zu. Wenn du dann mit frischen Pollen in Serio gehst, wishing you a great way to make a deal in cash. Cash! Lobby cost of my money. AC schräg schlicht. DC! Schwuppi, 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 schwuppi. Wip, wip. Da haben wir mal richtig fetten Cash. So, mit mir hier. Die ganz großen Investitionen, wie zum Beispiel Upgrade vom Haus und so, die kommen alle später. Nee, dann können wir leider noch nicht. Ja, okay. Ich fülle mal meine Gießkanne mal kurz. So, also 50 Euro hat die Investition gekostet. Wie viel Euro will sie denn insgesamt einbringen? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, ich kann mir die ganzen Preise nicht alle merken. Upp, da. Ja, 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 ja. Musik liegt mir wirklich wahrlich im Blut. Naja, fast. Oh, eigentlich stimmt das sogar. Also das erste Mal, dass ich zum Beispiel am Klavier gesessen habe. Also Klavier, das habe ich wahrscheinlich, das war... Muss ich überlegen. Ich meine, es war... irgendwann gegen 1999... oder 2000, irgendwann 1999, 2000, irgendwann war das. Das erste Mal Klavier gespielt. Danach, also ich habe nicht wirklich ernsthaft Klavierunterricht genommen, das war einfach mehr so... Ich weiß nicht, wie ich das war, war ich mal bei jemandem. Einmal die Woche durfte ich bei dem... wurde ich ja bei dem einfach ans Piano gesetzt. Und durfte ich einfach nach Herzenslust rumklimpern. Luft, Herzenslust, Herzenslust, weil... Es macht einfach Spaß. Man hat mir einfach gedacht, so, jetzt setz ich mal einfach ans Piano, mal gucken, was draus wird. Und es hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, wirklich Musik zu machen. Mit einem Piano einfach so rumzuklimpern, wie ich fröhlich war. Nur, das Blöde war leider, das war tatsächlich leider ein bisschen scheiße. Niemand. Und damit meine ich wirklich, niemand kann auf die, kam wirklich mal auf die Idee, mich zu fragen, ob ich immer ernsthaft Klavierunterricht nehmen will. Hätte man mich gefragt, willst du mal Klavierunterricht nehmen? Wir können mal so eine Probestunde machen, so Schnupperkurs, Schnupperstunde, wie man das so halt kennt bei den Musikschulen. Ich hätte sogar vielleicht eingewilligt, aber pff, nö. Da kam wirklich, das war blöd, ich kam ja noch nicht mal selber drauf. Ist leider. Ja. Das war ja das Blöde dran. Das, ich kann ja noch nicht mal selber drauf und pff, ja. Soll ich den Baum wegmachen? Ja, mach ich mal den weg, weil ja, er steht mir ein bisschen im Weg. Klopf, 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 klopf. Ja, ja, ja. Wir haben seit 2008 ein Keyboard bei uns rumstehen. Es wird aber fast nie benutzt. Fragt mich nicht warum. Ist auch eine lange Geschichte. Mal wieder. Naja, auf jeden Fall. Ich habe 2008 bis 2013 immer wieder mal sporadisch versucht, mir mal das Keyboard-Spiel mal so just for fun, mal nur für Spaß ein bisschen beizubringen. Nur das Blöde war halt, ich habe das wirklich nur sehr unregelmäßig gemacht. Mal ein bisschen eine Stunde, zwei Stunden, alle ein, zwei Tage mal drauf klimpern, aber mehr war auch nicht gewesen. 600 Euro, ja. Ach, weißt du was, komm mal. Ach komm. Bodeo. Extra. Meine mal. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Wir machen mal nochmal kurz ein bisschen. Wie viel kostet denn eigentlich? Hab ich nicht auf den Preis geguckt. Scheiße. Naja, auf jeden Fall, wie dem es auch sei. Klavierunterricht. Ich habe zwar von 2008 bis 2013 tatsächlich knapp 5,5 Jahre Gitarrenunterricht genommen. Und das hat mir schon mehr als genug Geld gekostet. Und von daher. Das war einer der Gründe, weshalb ich mir gedacht habe.
Piano oder Keyboard oder was auch immer, das bringst du dir halt lieber selber bei, ist billiger. Gibt's auf Amazon ja genug Lehrbücher, die du dir bestellen kannst, und von daher versuch mal auf autodidaktischen Wege beizubringen. Und außerdem dann die Musik, theoretischen Kram, also so Aufbau, also der Unterschied zwischen Dur- und Moll-Tonarten, Dur- und Moll-Akkorden und so weiter und so fort, den kenne ich ja schon. Mau, ja, du mich auch, Mauzi. Und, ja, ne. Von daher, da kann ich auch das, was ich auf Gitarre, nämlich im Theoretischen gelernt habe, auch auf Klavier, also fast 1:1 übertragen, nur dass du auf Klavier wirklich 2 Akkorde gleichzeitig spielen kannst, und auf Gitarre ja nur einen. Bestenfalls kannst du versuchen, mit 2 Händen auf dem Griffbrett irgendwie so Fingertap-artig, so Fingertap, so pam, mit den Fingern auf die Saiten knallen und dann irgendwie so, aber ich denke nicht, also wenn man so einen auf Van Helsing hier so machen kann, mit 2 Akkorden gleichzeitig auf der Gitarre, wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß es auch nicht.